Hallo und herzlich willkommen aus einer langen Pause Retro Retox. Ja, hallo, willkommen zurück. Und ja, jetzt ist die PC wieder fit in Ordnung. Habt ihr uns schon vermisst? Ja, ich denke schon. Aber ich habe euch gesagt, da war meine Manboard mit Problem und. Ach gut, da haben wir da rumgeschraubt, rumgemacht. Das ja. Aber ich habe jetzt ganz schlimm ein neues Manboard bekommen, von einem bekannt und. Tipptopp alles. Und jetzt haben wir für euch ein kleines Special. Aha. Wir machen jetzt in der halben Stunde, aber heute mal ein kleines Special. Vielleicht sehen wir es jetzt auch schon so. Hat der Uni nicht die Kamera? Wir müssen nicht hoch, so hoch gucken oder so. Nee, oben gucken. Oben gucken. Musikteste heißt das. Da oben ist nichts. Achso. Ja. Da seid ihr wieder. Und natürlich, was ich an Sonntag ohne Retro-Retox. Ja. Aber jetzt ist wieder alles in Ordnung. Ja, natürlich. Mit mir von Milzi von MML Production. Ja. Und der Patrick mit seinem Kanal Retox. Ja. Aus der schönen Pfalz. Ja. Und aber auch schönes Wetter für euch, wenn Sie sehen auch. Ja, es ist bewölkt, ja. Aber morgen soll wieder warm werden. Doch, gut, ja, bei uns ist es wirklich heiß. Ja. Aber nächste Woche soll bei uns kühl werden und im Osten warm. Ist warm, ja. Okay, gut. Okay, jetzt genug geredet. Wir haben für euch was ganz Spezielles rausgefunden. Ja. Madonna-Songs in 16 Mbit Sound von Super Nintendo und in 50 Hertz. Die Madonna-Songs. Ich hoffe, dass uns die GEMA das Video nicht streicht und ich habe dir das Video nie gesehen. Ne, ich glaube nicht, dass sie werden streichen wollen. Ich glaube nicht, dass sie hören sich die Musik von 50 Hertz. Wir versuchen es mal. So, okay, wir gehen erstmal ein bisschen rhythmisch los. Also ja, okay. Mit welcher Musik? Wir wählen einfach mal aus. So, wir tun ein bisschen tanzen. Ja. Einfach nur dumm lauern. Schön, oder? Ja. Wie heißt die Musik? Ah, La Isla Bonita! La Isla Bonita! Oh, wie schön, oder? Ich spüre. Ja. Man spürt den Rhythmus. Geile 60-Bit-Sound. Aber super geil. Das, ich hab's nicht gewusst, dass es so was wird. Das haben wir. Das haben wir. Hier haben wir das Kunst so. Weil wir laden sind wir eben da runter. Into the Groove war auch mal sehr gut. Diese. Das kenne ich gar nicht. Ja. Also, Like a Prayer. Like a Prayer kenne man. Ja, also das heißt, muss man die bekannten Lieder nennen. Welche Single war die erste, dass sie das berühmte gewesen ist? War Like a Virgin. Like a Virgin. Das kennen wir auch. Ja. Kommt auch so. Aber ich bläst, wenn er das im Kopf hören kann. Oh je, das ist gut, das habe ich schon weh. Ja. Machen wir. Komm mal was anderes. Hey, don't cry for me, Atlantis. Don't cry for me. Argentina. Was? Argentina. Argentina. Hey, das ist Argentina. Ah, die Madonna hat so viel gute Song gemacht. Wirklich Respekt. So geht's für diese Künstlerin. Ja, heutzutage sie singen gar nicht, also ich weiß nicht, seit Ewigkeit auch, also gar keine neue Titel. Du hast ja gar nicht gesehen, was ich eben gemerkt habe. Die Webcam ist genau so laut, dass man so schön nur den Effekt sieht. Ah, ja. Ja, da bin ich grad zu. Das sehen wir echt nicht. Das ist gut, das ist gut. Ja. Jetzt noch in Achtung. So, ich war ein paar es gibt ein Madonna-Mix, dann ist das eine gemischte Musik. Das kannst du auch machen. Like a Prayer. Jemand zu Like a Prayer. Das ist schön. Das ist auch viele
nur 2 Minuten Musik und dann haben wir es wieder da. Dann machen wir Like a Prayer. Ja, das sollte auch nicht. Ja, das war eine gute Liede. Mal ihre, die Madonna anrufen und fragen, ob sie kann mitsingen jetzt. Ne? Glaubst du, dass sie werde mitsingen? Die werden sagen, was soll das? Das Beat ist doch geil. Ja. Yeah. Ja, und ich wollte noch einmal gesehen. Nicht so laut wieder. Nee, ich wollte noch. Das ist doch ein bisschen wie gleich sagen. Du musst tanzen, Patrick. Ja. Jetzt, das erkennt man. Weiß auch nicht, was man spielen und abbrechen können. Das war gut, bis jetzt am besten. Aber die hat auch so viel gute Lohn. Nee, ich meine jetzt die Version, die 16-Bit-Version. Ich bin nicht da, ein Mensch, ich bin nicht bei dir. Es gibt 1000 Witz, das war ein tatsächliches Witz, ja. Aber das ist schon lustig. Wir haben noch nicht gesagt, wie viele Lieder sind da. 57 Lieder. Schön alle. Das auf diese Zeit waren schön so die Lieder. Doch, das kenne ich schon hin, ja? Nee, aber kann ich. Lucky Quintal. Das ist ja gar nicht so. Das wäre mir nichts mehr. Ja. Wir hören uns doch jetzt. Wir testen ein paar Tage. Ja, aber Gruß an unsere alle. Und bis jetzt reden wir doch so alle von Polkon. Ja, ja. Sagen. Aber die deutsche Synchro ist einfach. Ja. Nein. Aber wir sind beim nächsten Lied. Ja, Madonna Mixe. Das ist normal, ich glaube, verschiedene Lied zusammen gemixt. Das ist der einzige Kritikpunkt,
Patrick, du ganz französische Labour. Shit, ey. Was hat er aber noch? Oh, von ja. Das kennst du auch. Jetzt ist der Musiker. American Fire, Open your heart. Ja, natürlich. Wir haben uns immer so ein bisschen hübsch aus. Ja, gut, aber ja, sehen wir mal. Wie gesagt, ich nochmal greifisch. Aber die macht es nicht mehr. Hört sich so gut an. Oh, die Klatsche. Ja. Da war für die Effekt die Klatsche. Eigentlich war so ein bisschen stark. War schon wieder ein bisschen los, oder? Oh, genau, aber das ist auch nicht meine Mühe. So meine Mühe. Halt Retro-Redbox. Ja, weiß ich. Wo kann ich spielen, wo gute alte 60-Bit-Sounds. Ja, ich bin ja auf moderne Beats gewesen. Ich bin immer noch mit moderne Beats. Als damaliger DJ, ich hab's immer drauf. Nee, das kann ich mal nicht. Machen wir mal die bekannte wieder. American Pie. Okay. Ah, doch, jetzt ist das. Aber übrigens, das gibt eine große Künstler bei uns in Frankreich, Jean-Michel Jarre. Boah, der macht so Musik, die sind super. Die Arme. Ich weiß nicht, ob du kennst. Jean-Michel Jarre. Ich hab noch keinen Kaffee getrunken mit ihm. Ja, aber ich meine, die Musik kennst du. Der mit dem Synthesizer, ja. Der hat die Schallplatte und mein Vater gehabt. Die habe ich schwingend, das ist doch das eine berühmte Schallplatte, wo dann die ganze Ding hat. Oxygen ist eine Oxygen-Ignor. Ich glaube, das ist der, ja, wenn wir die richtige haben. Er hat sogar den Synthesizer ein bisschen gemacht. Ja, und der hat auch im, damals in Houston eine mega große Konzert gemacht. Und das war die erste, sowieso Künstler, ranzugehen und sagen,
Ich möchte diese Gewalt gelöscht haben mit einem mega fett Laser. Das war mega cool. Für den Zeit 1986 war das. Da haben wir, so ich hab's gesehen, Leise American Pie. Das war geil. Madonna hat ja das von mir gelernt. Wir können auch sowieso ein Karaoke machen. So, Karaoke, ja. 16-Bit Karaoke. Okay, ich mache mal noch ein ganz berühmtes Lied. Like a Virgin. Ah, ja. Das war die erste. Ja, aber ruhig mit erzählen zu kriegen. Gut, es geht weiter. Ja, passt. Mach's nicht wieder perfekt. Alles gut. So. Okay. Beautiful Stranger. Ah ja, Austin Powers. Ja, ja, Austin Powers. Ja. Cherish ist auch bekannt. Cherish, my life. Und Tell Me, ich sag ihm auch etwas. Ich bin wieder für uns Kopfhörer. Wenn er einen Hörschrauber hat. Nein, ich bezahle gar nicht, kein Vogelschall. Er ist schuldig. Oha. Cherry Schuster. Ja, Cherry.
Ja, wie gesagt, ich hoffe, dass Sie, wir haben keine Kopfhörer eingesetzt, wie Sie mal die beschreiben. Nicht die Kopfhörer. So ist das. Frozen war bekannt, ja. Der neue Sportlehrer. I make for you gymnastic videos. Special for you. Okay. Justify my love. Das kennt man aber auch. Yeah. Bam, bam. Material. Ah, Material. Ah, Boah, die Töne sind wirklich brutal her. Ja, ich muss auch so für entschuldige. Und wieder kein Kopfhörer ansetzt, weil so... Boah, das ist mir jetzt auch so okay. Dann machen wir noch mit Terry Gill. Ah, jetzt ist ein bisschen... Nein, das ist auch nicht mit Terry Gill. Doch, das ist mit Terry Gill. Ja, das ist mehr Gill. Das ist mit Terry Gill. Ah, jetzt. Das ist gut. Und gut gemacht. Das ist meine Jobzeit, der ist der nächste Abschlussprüfer. Da ist eine Schraube.
Genau. Ja, zum Schluss mal auf meinen 27 Minuten. Ja, das kann ich ich hoffe, es hat euch gefallen, das Spezial aus der langen Pause. Ja, Mensch. Sowieso das Spezial. Ja, aber später am Start mal kein Spiel mehr. Jetzt, wenn es wieder alles funktioniert, kommen jetzt ganz viele Sachen. Es kommt Tomb Raider, kommt Tekken 3, kommt. Es kommt noch Sega Mega Drive Klassiker kommen. Ja. Bei Super Nintendo gibt es noch was. Nintendo 64, Castlevania 64 wieder mit Leute. Ein paar Exode, ein cooles japanisches lustiges Spiel, wenn wir es finden. Okay. Und damit sind wir es auf PlayStation. Freut euch drauf. Ja, also wir haben ganz viel Stuff. Ich bin damit bereit, ich bin auch dabei, aber ich bin nicht mehr spielen. Und auch vielleicht noch wieder eins gegen 17, 24, 8. Ja. Alle, seid immer dabei, sonntags. Retro-Retox. Ja, Milzi. Ja, also wollt mal aus dem Power of the Fire. Ja, mein Herz. Ich verlasse mich. Oh, Power of the Fire. Tschüss. Dankeschön, ich bin schon mal im Kopf. Ja, und wieder keine Hörer im Kopf.